After Dark mit Alan Wake. Heute hier bei uns. Wir haben schon diverse Stunden gespielt und sind sehr, sehr weit gekommen. Sehr, sehr weit gekommen. Sehr, sehr weit gekommen. Sam Lake hat angerufen und hat gesagt, das war so gar nicht programmiert, dass ihr so schnell so weit kommt. Wer spielt das denn da bei euch? Ach, der Simon. Ja, von dem habe ich schon viel gehört. Der soll gleich morgen mal vorbeikommen und ein Spiel machen für mich. Das sind wahre Geschichten. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist nicht eine von mir selbst zu Hause verfasste Kurzgeschichte, von der ich hoffe, dass sie wahr wird, sondern das ist die Realität, in der wir uns hier befinden. Und dasselbe Problem hat Alan Wake auch, denn für ihn verschwimmt das langsam mehr oder weniger. Realität und Fantasie, Wahn und Wahnvorstellungen, Gegner, Feinde, Frauen, Hexen, Helikopter. Das sind die Themen, mit denen wir in den nächsten halben Stunden, mehr oder weniger verbringen werden. Wir haben immer noch die Aufgabe, zum Kraftwerk zu kommen. Ich nehme an, dass da auch das Kapitel endet. Das Problem ist, sie wollen mich es nicht enden lassen. Sie nerven mich mit einem absolut unfairen Dreckskampf, der kurz nach diesem Moment, in dem ich jetzt gleich weiterspielen drücke, kommt. Ich hoffe, ich schaffe es. Wünscht mir Glück. Bis gleich. Ey, das ist doch Kacke! Von allen Seiten! Seid ihr bescheuert! Und gleichzeitig wird von mir verlangt, dass ich in diesem Kreis bleibe. Der ist 2 Meter groß. Wollt ihr mich denn verarschen? Da wäre ich stinksauer. Absolute Frechheit, was hier erlaubt wird. Gegen Ende nochmal so richtig die Scheiße auspacken, dass keiner Bock hat, dieses Dreckspiel durchzuspielen. Oh. Okay. Aber was habe ich denn? Ich habe nur Kackwaffen. Nur Dreck habe ich. Kein Jagdgewehr. Nur eine Blendgranate. Und die halten auch noch voll viel aus. Und man sieht auch nicht, da hat man extra ein Radar und sieht trotzdem nicht, wo die Gegner sind. Wie soll man denn dann wissen, dass die hinter einem sind? Und wie ihr sehen könnt, schießt sich schon wunderbar. Wunderbar! Wunderbar! Oh! Das ist wirklich eine Ecke. Ich weiß nur, wie sehr ich, als ich damals den Test gemacht habe, habe ich dieses Dreckspiel sowas von verflucht. Weil diese Ecke einfach nur noch scheiße ist. Miserabel gescriptet. Ganz schlecht gebalanced. Und furchterregend, was die Action angeht. Ey, Leute, rafft ihr das denn nicht? Es geht nicht! Unmöglich! Ich versuche jetzt durch pure Gedankenkraft Sam Lakes linken Hoden zur Explosion zu bringen. Puff! Oh, aua? Habe ich die Regie erwischt? Hallo? Tut mir leid. War ich zu laut? Oder war es dein Hoden? Das war der Hoden, oder? Ist nicht schlimm, weil du hast ja 3. Aber das durfte ich nicht erzählen, oder? Weil deine Freundin immer zuguckt. Das ist korrekt. Ah! Ja! Endlich mal ein guter. Das hat funktioniert. Endlich mal was funktioniert. Das Ding ist auch, eigentlich müsste ich doch in diesem hellen Lichtschein Energie bekommen. Das ist nun mal die Art, wie das Spiel funktioniert. Aber hier nicht. Das wäre zu einfach wohl. So, ich darf keinen vorbeilassen. Weil gleich kommt natürlich wieder einer von hinten. Oder doch? Hier, da, von der Seite kam er. Oh, hat das geklappt? Unglaublich. Ja? Helikopter, wie wär's denn jetzt mal mit uns beiden? So ein bisschen sich bewegen oder so. Nee? Soll ich machen? Guck ich doch gleich mal rein hier.
Der ist ja leer. Kein Wunder. Ich weiß nicht, was das soll. Folgt er mir? Ja. Und dann fliegt er immer einen halben Kilometer vor mich. Du hast gesagt, du hilfst mir. Siehst du? Genau das. Okay, ich glaube, das ist so gedacht, dass man da nicht helfen kann. Deswegen versuche ich ganz schnell zu dieser Box zu kommen. Okay, ist doch gar nichts. Da war doch was hinter mir eben. Na gut. Boah, das war echt anstrengend gerade. Ich fühle mich richtig ausgelaugt. Ausgelaucht. Ach du, was willst du denn, hä? Plötzlich Baum. Okay, Safe Haven, da wollen wir hin. Endlich mal irgendwas Sicheres. I recognize the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. Und das ist auch strange. Man hat 25 Mal schon diese Zettel und alles, also diese Notizen gesehen. Warum wird jetzt plötzlich darüber geredet, als wäre es irgendeine relevante Information? Es ist komplett uninteressant für mich. Ich weiß es doch schon. Ansonsten hätte ich doch gar nicht überlebt bis hierhin. Also warum wird mir das jetzt nochmal erzählt? Da komme ich mir verarscht vor. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß nicht, was das soll. Und das ziehen die jetzt einfach schon viel zu lange durch, als dass es irgendein Fehler sein könnte. Right there! Miss Weaver! Cynthia! I'm a friend! Prove it! You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! You can help me! About time! Young man, I've been waiting a very long time for you. It's in the well-lit room. Excuse me? What you need to drive the darkness back. Lit room is at the dam. I built the room to keep it safe. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. I can get my friends to come back with the helicopter. Oh, we won't go outside. Never at night. That's rule number one. You've been breaking the rules, young man, and where has that gotten us, Oh, I have a secret route, a lit route, an old water pipe. Something was damaged at the transformer yard. It's draining all the reserve power. Without it, the pipe will go dark. The power to the yard must be cut. Let me guess. You want me to do it? Young man, you're the one who likes to break the rules. I can't be outside in the dark. The kill switch is outside. Okay, jetzt gibt's auch noch eine Geheimorganisation, die im, Achtung, Wortspiel, Dunkeln agiert, die offensichtlich über all das schon Bescheid weiß und uns hilft. Das mag ich. I have been preparing for these times, the dark tides. You have found my caches, haven't you? You can see the signs. Very few people can. Yes, please. Take what you need. This is all for you, for the likes of us. We do Tom's work, don't we? Hurry! The switch is on the wall facing the shore. Oh, endlich. Endlich habe ich wieder eine ordentliche Lampe.
You must go outside to use the emergency switch. Ist das eventuell... Das muss sie eigentlich sein, die Frau von Tom. Nee, es kann sie aber eigentlich nicht sein. Naja, okay. Aber ich nehme an, dass sie oder Barbara diese Nachrichten hier geschrieben hat. Deswegen dachte ich gerade, sie ist vielleicht Barbara. Was ist das noch? How to catch dope fish. Okay, na gut. Lassen wir mal so stehen. Sie ist ja lange allein hier. Und sie hat nur diese Pflanzenkübel und das eine Buch. Na gut, sie hat schon mehr Bücher. Sie verteilt vielleicht auch die ganzen Thermoskannen hier. Okay, nee, da muss ich wohl doch erst noch mal raus. Hat sie mich reingelassen, nur um mich rauszuschicken. Das noch mal gern. Okay, gerade rechtzeitig noch Batterie eingesetzt. Oh. Weaver had sent me to cut the power to the transformer yard. I was willing to do grunt work for her to get her to help me. I hoped Weaver was dependable. I had stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. I could see the kill switch that would cut the power to the transformer yard. Now I had to find a way to reach it. If I could figure out the gates, I could use them to get to the kill switch. Ja, das war nicht wirklich schwer. Oh. Na gut, okay, war vielleicht doch ein Ticken schwerer als gedacht. Ich muss mehrere Plattformen anmachen. Und wahrscheinlich verändern sich die anderen jeweils damit. Okay, ich brauche auf jeden Fall 1 und 2. Nee, nicht hüpfen. Aha. Nur mal ganz dumm gefragt, wenn ich den jetzt auch mache. Was klar, dann gehen die alle weg. Und wenn ich dann hier drücke. Ah, okay, hüpft ein bisschen. So, jetzt ist die große Frage, kann hier noch irgendjemand die 3 für mich bedienen? Scheiße. Ich bin davon ausgegangen. Ah, vielleicht so. Kann ich jetzt aufmachen? Nee. Nee. Schade. Hätte klappen können. Das hier geht auch nicht auf. Dann müssen wir ein wenig hin und her klicken. Jetzt müsste es gehen. Ach ja, die guten alten Resident Evil Rätsel. Ja. Das ist wirklich eine gute Frage. So, ich muss das einfach machen. The transformer yard looked dark and dead.
Weaver's water bypass, it should now be good to go. Tja, oh nein. Hau ab. Oh. Ich will gar nicht mit euch irgendwie kämpfen. Ihr seid jetzt viel zu unwichtig. Ja, könnt ihr alle kommen. Ja gut, es kann natürlich sein, dass ich hier erst aufgehe, denn... Oh, das war knapp und gut. Irgendwie möchte ich euch trotzdem alle erledigen. Okay, jetzt habe ich plötzlich doch keine Lust mehr. Geh doch auf! Oh nein. Komm mal, lässt mich warten, das glaube ich ja nicht. Okay, ganz kurz. Ich brauche andere Munition. Vorher muss ich aber das machen. Und jetzt kommt die Blendgranate. Viel Spaß damit. Bam! Was? Hier? Part of me that was maybe a little glad when she had the accident. And then Tom started riding and woke the darkness up. He tried to bring her back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom was. Witch looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it, wrote himself, her, everything he'd ever written out of the world. Oh, he was so famous. And afterward, no one knew. Oh, he left only one thing behind in my care, in case it happened again. Insurance. He trusted me. Or perhaps used me a little. Tom knew how I felt. Knew I wouldn't refuse him. I built the well-lit room and put it there. It's been waiting for you. We are characters trapped in a story you have written. And none of us will survive to see the end of it if the darkness isn't stopped. She'll twist the story to her own dark ends. How do you know all this? Tom. That's the way he wrote it. He still talks to me, you know, in television, from beyond, from below. We have both been touched by the darkness, young man. He saved us both with light. The darkness stays with you. You sustain. Oops. This pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? Whoa! No! Sweet love of... Barry! Barry! We gotta go see if they're okay. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend! Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. Ein wunderschöner Sprung. At least I didn't have to worry about her. She knew how to stay safe. So sah das aus. Ja, jetzt sind wir hier in Fledermaus-Territorium. Sozusagen. Irgendwo hier, gerade mal gucken. Brennt der Helikopter unserer Freunde. Hier ist der Staudamm, zu dem wir kommen müssen, weil wir wieder einmal
Wir hätten durch diesen wunderschönen, extra beleuchteten Rohrgang laufen können, aber nein, Ellen muss wieder den Helden spielen. Da geht's zum Well-Lit Room. Also einfach nur ein Raum mit ganz vielen Lampen. Oh, eine Seite. Lange keine mehr gehabt. Da hören wir rein. Sarah was almost starting to relax. Maybe they could turn this into a win yet. Suddenly, there was a piercing sound, like a table saw gone wild, as 100 birds made out of shadows swarmed into the rotor. The chopper bucked wildly and the board lit up, telling her what she already knew. They were going down. Barry. Ist hier vielleicht irgendwo noch Kaffee? Nee. Hätte ich jetzt erwartet, um ehrlich zu sein. So, wir hechten und rennen und flüchten weiter durch den Wald Richtung Staudamm. Das Kapitel zieht sich länger als gedacht. Aber wir haben einen Kontrollpunkt erreicht und da muss ich kurz mal die Regie fragen, sind wir jetzt an einem Punkt, wo ich kurz Werbung machen muss? Sieht für mich nämlich zeitlich so aus. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob die Uhr hier stimmt. Okay, dann machen wir Werbung. Und danach gehen wir uns wieder hier und dann habe ich die Vögel erledigt. Die können ja nichts. Und dann sehen wir uns gleich hier und dann geht's weiter mit Alan Wake. Und das fünfte Kapitel, das schaffen wir heute noch auf jeden Fall. Sonst heiße ich nicht Simon Retschmoarndegensen.